Also aus Himmelsrand raus und irgendwie in den Norden. Aber das mit dem Norden kennen wir schon. Die Geschichte, letztens bin ich da mal ewig weit runtergefallen. Ach, Rache. Dann wird's doch mal Zeit, unseren neuen tollen Drachenflug auszuprobieren. Kuckuck. Ja, es geht, dafür, dass es ein Frostdrache ist und Frostdrachen echt mal scheiße viel aushalten. Wie gewöhnlich. Das hat Aufladungen. Was für ein... Oh Mann. Ich habe doch jetzt eigentlich auch meinen Feuerschrei. Kann ich den hier hochsetzen? Ja, vor allem gegen Frostdrachen könnte. Ich glaube zwar kaum, dass jetzt Feuer gegen Frost effektiv ist, aber es hilft. Jetzt habe ich das falsche Schwert. Na gut, müssen live, ich könnte gerade nicht schaden. Ist es auch nicht so viel schlechter, muss ich sagen. Selbst gegen den Drache. Ich sehe nichts. Und doch den dicken Arsch weg. Ja, nehmen wir mal mit. Da finde ich das Live-Lead-Schwert doch ein Stück besser, muss ich sagen. Danke, 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 danke. Oh, ist jemand gestorben? Nicht mal was Wertvolles dabei. Das ist unmöglich. Ja, bla 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 bla. Da unten entlang, oder? Das sieht mir nach dem richtigen Weg aus. Nehmen wir die kleine Abkürzung. Falls wir es überleben. Sehr schön. Mal gucken, mit etwas Glück ist das der richtige Weg. Nein, ich möchte eine Markierung setzen. Ach egal, dann lassen wir das mit der Markierung. Wir wissen schon, wo es lang geht. Okay. Da unten sind ein paar rote. Ach, Wölfe sind's. Kuckuck. Alpha-Eiswolf. Hört sich ja noch was ganz Großem an. Jetzt renn doch nicht weg. So, ein braver Eiswolf und lass dir einfach schön den Kopf abhacken. Sehr schön. Oh, hat gesehen, hat mich angegrinst. Okay. Dann mal weiter da hinten lang. Blub, 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 blub. So. Was bin ich da vorbeigeschwommen? Ach, Fische. Mampf, Mampf. Im Wasser. Habt ihr schon mal unter Wasser einen Fisch gefangen? Mit bloßen Händen? Ich kann es. Kann ich auch springen im Wasser? Ich glaube, das habe ich doch schon mal probiert. Nee, geht nicht. Schade. Wäre zwar absolut unrealistisch, aber es macht Spaß. Okay, ich glaube, ich nähere mich langsam dem Ort, wo ich hin will. Schätze ich. Muss man immer durch Eiswasser schwimmen, um die Welt zu retten. Das ist ja grausam. Ja, lass mich hoch.
Da. Verdammt. Ich glaube, der Wirbelwindsprint könnte dir helfen, oder? Ach, egal. Da hinten, ich kann es sehen. Wie lang ist eigentlich mein Atem? Wird zwar nicht angezeigt, aber ich werde es merken, wenn es ein Au-A-U-A macht. Oh, das Boot. Ah ja, Septimus Signus Outpost, also Außenposten. So. Hallo? Guten Tag. Haben Sie irgendwelche nicht gemeldeten Fernsehgeräte, irgendwelche Rundfunkempfänger oder Fernsehgeräte in Ihrem Haus? Grabt wie mehr in der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Bitte, den Spruch merke ich mir immer, wenn die GEZ das nächste Mal bei mir vorbeischaut. Was ist denn das? Nichts, was mir was bringt. Och man. Gedanken zu den Schriftrollen der Alten. Hm, okay. Lustiges Teil hast du da? Wie lange wird es gesungen werden? Meine Füße standen auf dem Felsen, doch er wurde zu Schlamm und zog mich hinunter. Ich habe erfahren, dass ihr euch mit den Schriftrollen der Alten auskennt. Hehe. Die Schriftrollen der Alten, in der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davongemacht. Das glauben sie zumindest. Mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Das würde ich zu gern fragen, aber... Und wo ist die Schriftrolle? Hier. Nun, hier. Das heißt, auf dieser Ebene. Mundus. Tamriel. In der Nähe. Relativ gesehen. Mundus heißt Welt. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Toll. Mundus Tamriel. Welt Tamriel. Das ist schon mal... Gute Eingrenzung. Ach, nein. Widersteh, frag ganz normal. Könnt ihr mir helfen, die Schriftrolle der Alten zu bekommen oder nicht? Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Ich habe ja ein schönes Schwert. Willst du mal sehen? Was wollt ihr? Sehet dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch, doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dreamer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemer-Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und birgt geheimes Wissen. Wo liegt diese Schwarzweite? Tief unten. An entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Helle, beim Turm von Sarg, Alfdant, der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Wie schön, dass ich das jetzt alles kapiert habe. Ins tiefste Tief hinunter, Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel.
Nur mit diesem kann es gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Oh Mann, wie gelange ich hinein? Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dremer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dremer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sark und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Ich muss wirklich alles fragen. Was mache ich mit dieser Kugel? Die tiefsten Türen der Dremer lauschen dem Gesang. Sie spielt diejenigen Noten, die der Öffnung dienen. Hört ihr es denn nicht? Ist es zu leise für eure Ohren? Nein, danke, mit meinen Ohren ist alles in Ordnung. Was mache ich mit diesem Würfel? Ein Blick auf die Welt im Inneren einer Schriftrolle der Alten kann die Augen schädigen. Oder auch den Verstand, wie im Falle von Septimus. Die Dremer fanden ein Hintertürchen, so wie immer, um das Wissen zu fokussieren, heraus und hinein, ohne Schaden anzurichten. Legt das Lexikon in ihre Vorrichtung und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein. Erglüht es dann in hellem Schein, so bringt es zurück. Auf das Septimus von neuem lesen möge. Okay, hat selbst so eine Schriftrolle gelesen. Das erklärt einiges. Was ist eine Schriftrolle der Alten überhaupt? So grundsätzlich, so rein neugiertechnisch? Seht ihr nach links, blickt ihr in eine Richtung. Seht ihr nach rechts, blickt ihr in die andere. Boah. Keine davon wiegt schwerer als das Gegenstück. Doch die Schriftrollen der Alten, im Strom der Zeit, blicken sie nach links und rechts. Zukunft und Vergangenheit sind eins. Manchmal blicken sie gar nach oben. Was sie dann wohl sehen? Was wäre, wenn sie untertauchen? Oh. Dann beginnt der Wahnsinn. Och Gott. Und wozu braucht ihr die Schriftrolle der Alten? Ohoho, wie achtsam, wie schlau es ist, Septimus zu fragen. Diese Dremer-Schatulle, betrachtet sie und rätselt. In ihrem Inneren ist das Herz. Das Herz einer Gottheit, euer Herz und meines. Doch es wurde versteckt. Nicht von den Zwergen, wisst ihr. Die waren bereits fort. Es war jemand anderer. Unbemerkt, unbekannt. Er fand das Herz und dann mit einem Gespür für Ironie. Bediente er sich zwergischer Tricks, um es wegzusperren. Die Schriftrolle gewährt die tiefe Sicht, die zum Aufsperren notwendig ist. Denn nicht einmal die stärksten Machenschaften der Dremer können der allumfassenden Sicht trotzen, die eine Schriftrolle der Alten verleiht. Hä? Okay. Es war echt nett bei dir, du. Aber es ist schon wieder spät und ich muss jetzt echt los. Verdammt, wo geht's hier raus? Hilfe! Ah, Dremer in der Anderwelt.
Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und nicht in eure... Weg hier! Boah, mein Kopf. Das tut ja weh. Jetzt soll ich diese Stadt finden, nicht wahr? Diese unterirdische Dwemer-Stadt. Und ich soll hier sein? Das Aftland. Gut, dahin werden wir uns begeben. Aber nicht mehr jetzt. Das ist doch ein guter Cliffhanger, bevor wir diese Stadt sehen für die nächste Folge. Für die nächste Aufnahme, um es so zu sagen. Von daher begeben wir uns nach Weißlauf. Dann werde ich schauen, dass ich mal die ganzen Sachen loswerde demnächst. Vielleicht noch ein bisschen Schmiede. Und wenn es gut geht, werden wir bei der nächsten Folge schön Stufe 36 dastehen haben und können alle unsere Sachen verbessern. Also gut, dann beende ich nämlich genau an der Stelle. Also, ich danke euch soweit wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Sehr viele Aufnahmen werden es nicht mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Let's play Skyrim. Bye bye.